Herzlich willkommen bei der 100. Sendung der Botschaften aus der Zentralsonne auf meinem YouTube-Kanal. Dieses besondere Datum der Erstausstrahlung, nämlich der 21. Dezember 2022, ist genau die Wintersonnenwende. Ich persönlich sehe das als Zeichen, dass dieser Kanal wirklich etwas Besonderes ist. Mit derzeit über 5600 Abonnenten ist der Kanal vor allem im letzten Jahr dank eurer Unterstützung stark gewachsen. Ich möchte euch nun gerne einen kurzen Überblick geben, wie dieser Kanal entstanden ist, bevor wir uns mit dem heutigen Thema, wie du dir eine glückliche Zukunft, ein glückliches 2023 erschaffen kannst, zuwenden. Mit Ausruf des Lockdowns Anfang 2020 ist die Idee entstanden, durch gemeinsame tägliche Online-Live-Meditationen Mut und gute Energie zu den Menschen zu bringen. Da waren wir noch eine sehr kleine Gemeinschaft und ich habe auch noch alle, die mitgemacht haben, persönlich gekannt. Zu dieser Zeit channelte ich bereits ein hohes Lichtwesen aus der Zentralsonne, namens Amira. Amira hat mir die neuen Heilmethoden mit den Strahlen der Zentralsonne gegeben und mich mit vielen weiteren energetischen neuen Methoden für Körper, Geist und Seele unterstützt. Dank ihrer Hilfe ist auch die Buchtrilogie Amira Solis entstanden. Der dritte Band Heile deine Seelenpunkte ist genau in der Lockdown-Zeit veröffentlicht worden. Sporadisch gab es auch immer wieder Videos, wo Amira Meditationen anleitete oder allgemeine Tipps gab. Eines Morgens, als ich wieder für mich selbst meditiert habe, kam Amira und gab mir einen ganz konkreten Auftrag, nämlich eine Heilscheibe zu produzieren. Sie gab mir ganz konkrete Anweisungen, welche Frequenzen, Heilgebete und vieles mehr ich auf diese Scheibe bringen sollte. Ich machte mich dann sofort an die Arbeit und ein wunderbares Produkt entstand, das mittlerweile hunderten Menschen geholfen hat. Im April 2020 hatte ich dann eine sehr reale Vision der Zukunft, wo ich sah, wie es mit der Menschheit weitergeht, wie die neue Erde sein wird und was beim Übergang passiert. Diese Vision behielt ich allerdings für mich, da es mir zu fantastisch vorkam. Doch im Juli 2020, als ich mit meinem Mann Reinhard in den Alpen wandern war, geschah es. Nach einem mehrstündigen Aufstieg stand ich vor einer Landschaft und einer Felswand. Ich war sprachlos. Genau diese Bilder hatte ich in meiner Vision gesehen. Das war der Start. Das Video mit dem Titel Prophezeiungen zum Aufstieg wurde dann direkt vor Ort gedreht und die Idee, von nun an regelmäßige Botschaften zu drehen, war geboren. Schon kurz danach begannen wir jeden Mittwoch eine Botschaft zu veröffentlichen. Es gab allerdings auch einige kleine Rückschläge, wie ein gesperrtes Video oder ein Schreiben eines Anwalts, weil ich etwas Falsches gesagt habe. Doch, wie ihr mich kennt, konnte mich das nicht stoppen. Das Ziel meines Kanals ist es, die Menschen in der Übergangszeit ins goldene Zeitalter zu begleiten. Mit Meditationen, Übungen zur Seelenheilung, aber auch mit aktuellen Vorhersagen, Tipps und worauf wir wirklich gerade besonders achten sollten, sind die Botschaften der Zentralsonne eine persönliche Hilfestellung für persönliches Wachsen und um den Aufstiegsprozess jedes Einzelnen zu unterstützen. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bitte abonniere meinen Kanal. Doch nun zum heutigen Thema, was du dazu beitragen kannst, ein glückliches neues Jahr zu erleben. Was brauchst du dazu? Zum einen Eigeninitiative, das heißt, du musst dir mal Gedanken machen, wie soll dein neues Jahr ausschauen. Auf was möchtest du dich konzentrieren? Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht wünschst du dir eine erfüllte, glückliche Beziehung, einen neuen Arbeitsplatz,
mehr Geld, spirituelles Wachstum. Wie gesagt, bitte mach dir zuallererst einmal Gedanken, was wünschst du dir für das neue Jahr? Am besten magst du dir dazu Notizen, dass du so einen Fokus darauf hast, denn alles, was man niederschreibt, manifestiert sich auch besser. Wenn du nun die Dinge zu Papier gebracht hast, kommt der nächste Schritt. Um deine Wünsche zu manifestieren, werden wir auch die Energien nützen, die uns nun zur Verfügung stehen. Diese Energien werden Rauhnächte genannt. Das ist die Zeit, die Tage zwischen den Welten. Und wenn du mehr, das lasse ich heute aus, wenn du mehr über die Rauhnächte erfahren willst, von den Bräuchen und so weiter, kannst du dir mein Video von einem Jahr davor anschauen. Und da habe ich das ein bisschen näher erklärt. Heute wollen wir das einfach nutzen, diese Energien. Nur ganz kurz, jeder Tag von diesen rauen Nächten symbolisiert ein ganzes Monat im kommenden Jahr. Das heißt, der 25., das wäre eher der erste Tag, die Nacht von 24. auf 25. Dezember, wäre dann der Jänner. Die Nacht vom 25. auf 26., also der 26., wäre dann der Februar. Und so weiter und so fort. Das Ganze geht dann bis das Monat Dezember, das wäre dann der 5. Jänner folgenden Jahres. Und da bitte ich dich jetzt, in diesen Tagen, beginnend mit dem 25., dass du da immer besonders Acht gibst. Denn was man an diesem Tag erlebt, wie es einem geht, wie man sich fühlt, wie man gedacht hat, bestimmt dann das dazugehörige Monat. Wenn du dich in diesen Tagen wirklich auf eine glückliche Zukunft fokussierst, auf Erfolg, auf Liebe, auf Freude, was immer dir wirklich am Herzen liegt, das wird sich dann in diesem Monat, über das ganze Monat manifestieren. Daher ist es besonders wichtig, was du in diesen Tagen sagst, was du denkst, was du fühlst. Und mein Schwiegersohn, der Stefan, der hat da eine ganz nette Idee geboren gehabt, was wir auch in unserer Sei glücklich St. Pölten Gruppe jetzt als Challenge machen. Und zwar, wir achten ganz streng darauf, was wir sagen, was wir denken, was wir machen in dieser Zeit, ganz besonders. Also wir beteiligen uns sicher nicht an Weltuntergangsstimmungen, kein Jammern, kein Sudern, keine negativen Worte, wirklich auch achten, wann negative Gedanken kommen, die sofort wieder ziehen lassen und auch versuchen, wenn man mit Menschen zusammenkommt, Gespräche immer in eine glückliche, positive Richtung zu lenken. Und wenn du das tust, machst du wirklich einen Grundstein für das neue Jahr. Zusätzlich bitte ich dich, an jedem einzelnen Tag eine Meditation zu machen, dich wirklich auf Liebe, auf Segen, auf Freude, auf Glück zu fokussieren und formuliere da, visualisiere da auch deine persönlichen Wünsche. Bei der Notiz, die du vorher gemacht hast, kannst du ja auch zum Beispiel dir ein Zeitlimit geben. Bis dahin möchte ich das und das erreicht haben. Und das kannst du dann auch in den dazugehörigen Monaten oder davor immer wieder manifestieren in diesen Tagen. Also du kannst dir da wirklich ein neues Jahr erschaffen, wenn du diese Tage, diese Energie dieser Tage, die da wirklich sehr, sehr stark sind, nutzt. Das ist so wirklich ein Turbo-Antrieb sozusagen. Und da hast du dann jetzt schon ein sehr, sehr wichtiges Instrument in der Hand und kannst da wirklich viel für dich, aber auch für die Welt machen. Das heißt, ich bitte dich auch in diesen Tagen vermehrt, auch Liebe, Freude, Segen, Glück in die Welt hinauszusenden. Also an dir selber arbeiten, an deiner Zukunft, aber bitte auch für die Allgemeinheit, denn diese Tage haben besonders viel Kraft und ihr könnt auch das morphogenetische Feld damit
besonders stark nähern und unterstützen. Und egal, was im Außen jetzt passieren sollte oder wenn du irgendeine schlechte Nachricht bekommst, lass dich gerade in dieser Zeit nicht hineinziehen. Versuche wirklich positiv zu bleiben, in einer guten Stimmung zu sein. Denn wie gesagt, das hat einen sehr großen Einfluss auf das neue Jahr, für dich persönlich, aber auch für die ganze Welt. Und daher, wenn wir eine große Gruppe sind, dann können wir da wirklich besonders viel schaffen und erschaffen. Ihr wisst ja, alle, die meine Videos der letzten 2 Wochen gehört haben, dass uns ein ganz wichtiges Datum ins Haus steht, der 8. Jänner, so um den 8. Jänner herum. Und da entscheidet sich an diesem Tag, auf welche Zeitlinie wir kommen, ob uns so die größeren Katastrophen erspart bleiben oder auch nicht. Also das heißt, da entscheidet sich ohnehin unsere Zukunft und wir können jetzt dazu beitragen, dass wir auf diese bessere Zeitlinie kommen. Also nicht nur, dass du dein eigenes Jahr jetzt kreieren kannst, sondern wir gemeinsam können auch eine gute Zeitlinie kreieren. Und da bitte ich euch, macht wirklich jeden Tag mit, denn das, was wir uns jetzt erschaffen, bestimmt nicht nur unser neues Jahr, sondern wahrscheinlich unsere Zukunft, die Zukunft der Menschheit. Ja, und da wollen wir ja das Beste für uns alle. Damit das Ganze auch funktioniert, möchte ich jetzt noch ganz kurz Amira um Unterstützung bitten. Und ja, vielleicht hat sie da auch noch eine kurze Meditation für uns oder ein paar Hilfestellungen. Lassen wir uns überraschen. Meine Lieben, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wie ich euch schon gesagt habe, gerade diese Zeit, die ihr jetzt durchlebt, ist sehr, sehr bedeutend. Das ganze Universum blickt auf euch. Und es ist sehr, sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. So viele Dinge im Hintergrund, die ihr gar nicht wisst oder gar nicht ahnt, aber es ist da wirklich ganz Großes im Entstehen, im Passieren im Hintergrund und eine einmalige Zeit ist da und daher möchte ich euch natürlich auch unterstützen, wie ich es die letzten Jahre schon gemacht habe, damit ihr, wie Lydia schon gesagt hat, wirklich auf diese neue Zeitlinie, diese gute Zeitlinie kommt. Und da werden wir jetzt noch gemeinsam eine kurze Meditation machen. Schließe deine Augen. Stell dir vor, wie goldenes Licht dich und dein Energiesystem einhüllt. Millionen von Lichtpunkten beginnen in dir und um dir zu tanzen. Und diese Lichtpunkte dehnen sich aus, über deinen Raum hinaus, über das Haus hinaus und weiter über deinen ganzen Ort oder deine Stadt. Und du kannst auch die anderen Lichtpunkte sehen, die anderen Menschen, die auch diese Meditation machen, die auch erstrahlen. Und gemeinsam wird das Feld immer größer. Das Licht breitet sich mehr und mehr aus. Es durchflutet alle Gebäude, Menschen, Tiere, Pflanzen, dein ganzer Kontinent wird mit diesen Lichtpunkten erfüllt. Und wächst
wird größer und größer, bis die ganze Erde mit goldenem Licht umspannt ist. Und von oben fließt goldener Regen auf die Erde hinab. Dieser goldene Regen unterstützt ebenso die Bewusstwerdung der Menschen, nährt die Natur und hilft eben auch Mutter Erde, diese Übergangszeit, in der ihr euch jetzt gerade befindet, zu unterstützen. Gemeinsam seid ihr die, die die Veränderung bringen. Gemeinsam könnt ihr das Energiefeld der Erde anheben. Und euer gegenseitiges Strahlen verstärkt dieses Feld, das immer stärker und größer wird. Wir bitten nun die göttliche Quelle um Segensenergie für dich und die Welt. Und stell dir vor, wie dieses weiß-goldene Licht des Segens ebenso dieses Feld speist und diese Lichtpunkte noch schöner, noch glänzender, noch fantastischer macht. Und in dieser wunderbaren Energie bitten wir nun gemeinsam um Frieden für die Welt. Um Heilung der Menschen, um Heilung der Natur. Du kannst auch um deine persönliche Heilwerdung bitten. Und wir bitten um Bewusstwerdung. Du kannst um deine eigene Bewusstwerdung, Erleuchtung bitten. Und auch darum, dass noch viele Menschen den Ruf hören, ihre Stimmen den Ruf hören und sie auch noch mit uns gemeinsam den Weg des Lichts, der Liebe und der neuen goldenen Zukunft gehen. Schick Liebe in dieses Feld und wir bitten auch die göttliche Quelle um ganz viel Liebesenergie, dass diese Liebe alle berührt, nicht nur dich, auch deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten und auch all jene Menschen, die sich von der Liebe abgewandt haben, dass auch sie noch berührt werden. Und zu einer Veränderung bereit sind. Und wir bitten um Wahrheit, dass alles, was im Verborgenen war, was dunkel war, ans Tageslicht kommt. Und die Wahrheit ans Tageslicht kommt, aufsteigt. Und auch so eine Bewusstwerdung in Gange setzt. Und nun stell dir vor, wie diese goldenen Lichtpunkte sich zu einzelnen kleinen Spiralen formen,
Millionen, Milliarden von Spiralen tanzen nun auf der ganzen Welt und bewirken Transformation von Starre, von Gleichgültigkeit, von Neid, von Gier, von Hass und all diese Emotionen, die in der Zukunft keinen Platz mehr haben. Diese Spiralen arbeiten sich durch die morphogenetischen Felder und transformieren die Dunkelheit. Die Spiralen lösen sich wieder auf und du erschaffe dir nun eine wirklich stabile goldene Kugel um dein Energiefeld und fülle dieses Feld mit diesen goldenen Lichtpunkten, sodass diese Energie jetzt möglichst lange bei dir bleibt und dir hilft, dich unterstützt und dich jeden Tag daran erinnern möge, dass du Schöpfer bist und dass gerade du gefragt bist, um bei diesem Transformationsprozess mitzuarbeiten. Du wirst so sehr geliebt von Gott Vater, Gott Mutter, und all den Engeln, aufgestiegenen Meistern und hohen Lichtwesen. Und in dieser Gemeinschaft versichere ich dir, dass du stets behütet und beschützt bist. Auch deine Kugel wird dir dabei helfen, die du dir gerade erschaffen hast, dass du dich gut fühlst. Wenn du dann bereit bist, kannst du wieder deine Augen aufmachen. Ich bitte dich, greife diese Idee von Lydia auf, denn es ist wirklich eine besondere Energie in den nächsten Wochen und du kannst da wirklich sehr viel Heilarbeit für dich, dein Leben, aber auch für die ganze Welt machen. Und wir unterstützen deinen Prozess, deine Arbeit. Und werden bei dir sein, wann immer du Unterstützung brauchst. Gib einfach Bescheid. Wir lieben euch so sehr. Genießt diese ruhige Zeit, diesen Jahresausklang nun und versucht wirklich Dinge zu tun, die ihr gern tut, euch mit Menschen treffen, die ihr liebt, gut zu euch sein und gut zu anderen sein. Und dann wird alles gut. Bis bald. Wir hören uns ja noch einmal in diesem Jahr. Auf
Wiedersehen. Eure Amira. Danke, liebe Amira. Und schön, dass du mitgemacht hast bei dieser Meditation. Mir bleibt jetzt nur mehr zu sagen, danke für dein Sein und ich wünsche dir wunderbare Tage im Kreise deiner Familie, dass es dir gut geht und fühle dich umarmt von mir. Und wie immer sage ich natürlich, sei glücklich!